Aber wir sollten uns auf den Weg machen, den Mauswald zu erkunden. Zurück in die Stadtmitte. Ach, guck mal. Das dicke Reisetier ist weg. Ein goldenes Horn mit einem Frosch. Ein Horn in der Mitte des Platzes. Soll man damit jemanden rufen? Versuchen wir es mal. Ein Horn in der Mitte des Platzes. Soll man damit jemanden rufen? Ach, Jerry. Die Münzen mit Lock. Da haben wir die magische Briefmarke. Die uralte Einladung zum Wirbelfest. Das geheimnisvolle Buch. Das Poster, die Nachricht, die Hagebutten und den Stock. Ich guck mir mal die Einladung an. Der Marquis hat gesagt, ich soll sie verschicken. Die Einladung sieht echt alt aus. Da steht in geschwungener Schrift: Liebe Leute, lest. Ein Schüler ist gekommen in den Mäusewald so grün. So lasst beginnen das Wipfelfest mit Speis und Trank und laut Gesang. Soll wohl Gesang heißen. Aber es reimt sich. Okay. Es gibt hier tatsächlich mindestens sehr viele Möglichkeiten, um zu interagieren. Ein Kaffee. Ein Baumstammkaffee. Es sieht richtig herzerwärmend aus. Jemand oh ja, das scheint tut sich es. Sehr um das Kaffee zu kümmern. Ach, nur halt die Gurste, junges Eichhörnchen. Ich gehe mal hier in die drei Fragezeichen. Uns da entgegentreten. Oh. Was ist das denn? Hier kann man ins Rathaus gucken. Das alte Eichhörnchen Jonathan hat mich schon gesehen. Er winkt mit dem Spazierstock. Ich glaube, der hat Angst, dass ich durchs Fenster ins Rathaus einsteige und drin über seine Bücher laufe. Würde ich nie machen. Ganz bestimmt. Zumindest nicht, solange mich dabei jemand sieht. Zugewachsenes Mann. Ein trauriges Menschengesicht hinter Efeu. Wer das wohl gemalt hat? Schöner Ausblick. Von hier aus kann man das Café und die Stadtmauer sehen. Und eine von den Kanonen der Mauswachen. Kirchenmaus und Kirchenmaus Junior. Wer bist du denn? Hallo, ich bin Jerry. Junior? Keine Antwort. Hallo! Junior. Er ist schüchtern. Kommen Sie näher, bewundern Sie mehr. Aber passen Sie auf, dass Ihnen die Augäpfel drin bleiben. Nenu? Obwohl das auch kein Problem wäre, denn wir haben hervorragende Glasaugen unter all den Dingen, die Sie hier verboten günstig erstehen können. Verboten günstig bei Kirchenmaus und Sohn. Glasaugen? Und noch viel mehr. Bei den wandernden Händlern Kirchenmaus und Sohn gibt es alles, was sie schon immer haben wollen werden und brauchen werden, obwohl sie nicht wissen, dass sie es wollen werden oder brauchen werden wollen. Sie reden wie ein Schauspieler. Lustig, dass du das sagst. Aber jetzt geht's ums Geschäft. Wessen bedarfst du denn, Junge? Kirchenmaus und Sohn haben alles. Ahornsirup, Käsekuchen mit Walnüssen. Ich suche was Leckeres. Ahornsirup-Käsekuchen mit Walnüssen? Viel besser noch. Ein Matschkuchen mit Zweigen und Steinen in der Form eines Herz. Och, das nehme ich auch. Matschkuchen? Ich glaube, ich habe gerade keinen Bedarf. Er ist äußerst realitätsgetreu. Matschliebhaber wissen, wovon ich spreche. Nicht wahr, mein Sohn? Bald wird er den ganzen Laden hier übernehmen. Dann gehe ich in den wohlverdienten Ruhestand. Bald kannst du deine eigenen Matschkuchen verkaufen. Oh, wir sehen, wie er sich freut. Er ist schüchtern, aber ein grausam guter Geschäftsmann. Ich glaube an ihn ganz, ganz fest. Hörst du? Junior?
Ja, ich glaube, da bist du aber auch der Einzige. Es ist so schön, den eigenen Lebensabend abgesichert zu wissen. Ganz bestimmt, ja. Dann nimm für dieses Mal einfach unser kleines, aber feines Werbegeschenk entgegen. Roter Faden für dich. Komm, ich bind dir den Faden an deine lustige, runde Münze. Aha. Die hier übrigens nicht als Zahlungsmittel akzeptiert wird. Sehr dekorativ, danke. Der hochqualitative rote Faden, den ich dir gab, soll dich bald zurückführen zu Kirchenmaus und Sohn, wenn du denn Bedarf an schönen Dingen hast. Dingen jeder Art. Suchst du schöne Dinge? Kleine Dinge? Runde Dinge? Tolle Dinge? Volle Dinge? Leere Dinge? Schwere Dinge? Dinge mit Zucker? Dinge mit Matsch? Ja. Quatschdinge? Okay. Suchst du Dinge? Komm zu Kirchenmaus und Sohn. Aber lass dir nicht zu viel Zeit. Bald werde ich mein Geschäft meinem talentierten Sohn übergeben, damit ich mich auf der Kokospalmeninsel zur Ruhe setzen kann. Okay. Wir sammeln nur noch genug Geld für die Reise zusammen. Stimmt's, Junior? Junior ist sehr begeistert, ja. Vielen Dank. Ich werde mich sicher an euch wenden, wenn ich Dinge brauche. Sachen haben ganz wir wichtig. Auch. Dinge und Sachen. Dinge und Sachen. Und Zeugs. Oh, das Zeugs. Dinge, Sachen und Zeugs. Du hast's erfasst. Ich komm dann mal wieder. Ich guck mir mal ganz kurz dieses Ding an und dieses Zeugs. Was für eine seltsame Statue. Da steckt ein kleines Steingesicht im leuchtenden Kristall. Und eine Art von Bernstein-Ding. Ich höre einen feinen Ton, ganz, ganz leise, als ob man leicht gegen ein Glas geschnipst hat. Können wir hier irgendwie... Es sieht ja aus wie ein Handsymbol, aber ich habe hier scheinbar nicht die Möglichkeit, irgendetwas in die Hand zu nehmen. Gucken wir uns mal die riesigen braunen Pilze an. Die riechen nach nasser Erde. So sind mir Pilze viel lieber als in Mamas Salaten. Ich liebe Pilze. Gehen wir mal weiter in das nächste 3-Fragezeichen-Gebiet. Ah, Kopf einziehen. Wo sind wir denn hier gelandet? Tunnel hinter dem Rathaus. Oh, noch ein Posthorn. Soll man damit jemanden rufen? Eine seltsame Tür. Schreinerei der Igelbrüder. Och. Hier sind sie immer herzlich willkommen. niemand da. Ein Blattgut. Wow, was für ein großes Blatt. Och, das Holz nehmen wir uns einfach mal mit. Ein verlorenes Stückchen Holz. Es wird alles gut. Wir finden deine Mami schon. Ganz bestimmt, ja. Schreinerei der Igelbrüder. Hier sind sie immer herzlich willkommen. Schönes Wortspiel auf jeden Fall. Ein Bienenstock, ein Kürbis. Noch ein Kürbis. Mein Kopf klingt fast genauso. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Was haben wir hier noch Schönes? Ein oranger Kürbis. Kürbisse hier werden erstaunlich groß. Andererseits rede ich jetzt regelmäßig mit Mäusen meiner Größe. Dagegen ist so ein Riesenkürbis fast wieder unspektakulär. Ja, vor allem wenn man bedenkt, dass du auch nur so groß wie ein... Es sieht aus wie Holz. Es riecht wie Holz. Es ist aus Eisen. Ich glaube, das Haus ist aus Holz. Oh. Echt hübsch. Wie seltsam. Ich dachte, Krähen sind hier ein Problem. Gucken wir uns mal den Bienenstock an. Schaut so ein bisschen kaputt aus. Oh, noch ein Weg. Da ist nicht eine Biene drin. Dem süßen Duft nach zu urteilen, ist das Volk aber erst vor kurzem ausgeflogen. Ist ja interessant.
Nanu? Ein Partygast? Der sieht aber nicht mehr ganz so nüchtern aus. Ach, da hast du wieder die Maus mit dem Rucksack. Die komische Maus mit dem Rucksack. Memo, wir brauchen neuen Blausaft. Tja, das Fass ist wohl leer. Aber der Zapfhahn ist noch zu gebrauchen. Wird eingesteckt. Blausaft brauchen wir ja auch für das Wipfelfest. Was für eine merkwürdige Statue. Der obere Teil fehlt. Jetzt hat sie keine Augen mehr. Verrückt. Was haben wir denn hier für eine Sternplatte? Ich da auch ein paar Mensch. Ich nehme mal die Hake mit. Das ist aber eine harte Hake. Die gehört wohl der Hasenfamilie. Die könnte noch nützlich werden. Hey! Hey du! Was machst du da mit unserer Familienhake? Oh, ich leihe sie mir nur kurz auf. Ja. Letzte Nacht hat der Wind so viele Blätter auf unseren Rasen geweht. Aha, also gut. Na dann mal los, das Laub hakt dich nicht von alleine. Stimmt. Aber irgendwie kommt mir die Stimme bekannt vor. Schöner Garten. Nur gucken, nichts anfassen. Schöner Garten. Nur gucken, nichts anfassen. Hey, hey du, das ist Privatbesitz. Woher kommt mir denn die Stimme bekannt vor? Auf dem mürrischen alten Haus. Ich komm nicht drauf. Hey, sie! Alles in Ordnung? Ich glaube, er hat eine Mondos getrunken. Oder zwei. Oder fünf. Oder zehn. Riesenschüssel Abwasch. Da drückt sich wohl jemand vor dem Abwasch. Ich meditiere. Ja, ganz bestimmt. Das sind aber viele Briefkästen. In unserem Haus ist viel Platz. Wir haben sogar mehr Stollen als die Weinzwerge. Aber klar, die sind ja auch nur zu dritt. Diese Stimme, wo kommt sie mir denn bloß bekannt vor? Ah, ich schöner komm nicht Garten. Nur gucken, nichts anfassen. Schöner Garten. Nur gucken, nichts anfassen. Ist das Gronkh? Schöner Garten. Nur gucken, nichts anfassen. Hey du, das ist Privatbesitz. Das klingt doch fast wie Gronkh. Der mürrische Gartenbesitzer. Das ist die Rückseite des Baumstammcafés. Kommen wir da irgendwie hin? Der Garten mit der großen Blume scheint der Maus mit dem Rucksack zu gehören. Nee, der gehört dem alten Uli. Wer ist der alte Uli? Der alte Uli. Dem gehörte doch die Apotheke drüben im Baumstumpf. Und wie ist er verschwunden? Na, bei einem der allerersten Krähenangriffe. Zack, weg war er. Einige sagen, er hatte etwas herausgefunden. Herausgefunden? Was denn? So? Na, darüber, woher die Krähen kommen und warum sie immer aus Nordwesten kommen. Über den Fluss hat er möglicherweise auch etwas gewusst. Nicht umsonst hat er ständig dort oben Nachforschungen angestellt. Und das wurde ihm dann schließlich zum Verhängnis. Was ist mit dem Fluss? Na, der tritt über die Ufer. Meine Güte, Kleiner, bei dir muss man ja wirklich ganz von vorne anfangen. Das ist definitiv Gronkh, das klingt so sehr nach ihm, also das ist, wow, cool. Wenn man bedenkt, ach, jetzt kommen wir da hier vorne raus. Das hier sowieso, die Synchronsprecher bei dem Spiel eine meiner Meinung nach unglaublich gute Arbeit machen. Gucken wir mal ganz kurz hier zu den drei Fragezeichen. Mal schauen, wo es da hingeht. Ach, ich liebe die Ladebildschirme. Nicht. Ach, guck mal, das runde Licht hinter dem Schirm.
das aber ein großer Wels. Da tümpelt und dümpelt ein dicker Fisch am Grund des Baches vor sich hin. Ich glaube, der wartet, dass ihm jemand die Schleuse aufmacht. Ha. Das klingt ja interessant. Eine Kanone, ganz wie aus einem Piratenfilm. Arr! Ich bin Jerry Haselbart, der Piratenmagier. Pfoten weg! Niemand darf die Kanone anfassen. Nicht einmal ich. Besonders nicht ich. Außer im Notfall. Die Kanone muss für den nächsten Kreatenangriff bereit sein. Stell dir nur vor, es fliegt wieder so ein Tier in das Rathaus. Meistens fliegen sie aus Nordwesten heran. Ich muss immer die Augen offen halten. Auch bei Nacht. Das ist wichtig. Vor allem bei Nacht. Erbsenkugel. Pfoten weg. Die Kanone muss für den nächsten bereit sein. Stell dir nur vor, es fliegt wieder so ein Tier in das Rathaus. Meistens. Ja, das wäre nicht schön. Eine ganze Stadt passt unter den Baum. Wer sich da oben in der Krone des Baumes einen Kobel baut, hat sicher einen super Ausblick. Ich frag mich, ob Eichhörnchen und Mäuse bei uns auch so wohnen. Bin ich bei uns im Wald zu Hause etwa immer nur falsch abgebogen? Das kann sogar durchaus sein, ja? Von hier aus wird das nichts. Das stimmt. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, wie man da runterkommt. Aber vielleicht sollten wir nochmal mit der Eulenstatue reden. Ja, das sollten wir. Diese Eulenstatue sieht unheimlich weise aus. Die haben hier am Bach bestimmt schon allerhand vorbeischwimmen und treiben und gluckern sehen. Oh, das kann durchaus sein. Der Wels da im Wasser ist ein Raubfisch und kann an einem schlechten Tag ganz schön ungemütlich werden. Die Schleuse soll ihn aus unserer Stadt fernhalten. Ich kann sie also öffnen, wenn der Wels gerade nicht da ist. Na gut, dann sollten wir den Wels vielleicht nicht reinlassen. Ein Turm. Oder auch nicht. Da quatschen wir nochmal mit dem ordentlichen Tier mit dem Schirm. Guten Tag, Herr Eichhörnchen. Jeder nennt mich Spitzweg. Also darfst du das natürlich auch. Hallo Spitzweg. Angenehm. Ich bin übrigens kein Eichhörnchen, sondern ein Ziese. Oh, das wusste ich nicht. So bepackt sehen sie aus, als ob sie später noch viel vorhätten. Ich bin ein Abenteurer und Wissenschaftler und meine neueste Forschungsreise soll über die 7 Weltmeere gehen, um ihre Unterschiede in Flora und Fauna zu dokumentieren. Macht dir da viel Spaß. Sieh dir nur all die Karten in meinem Rucksack an. Die Schönheit der Natur manifestiert sich in ihrer subtilsten, entzückendsten Weise in diesen liebevollen Niederschriften. Ja, es ist schon ein enormes Abenteuer. Und es beginnt hier, im bescheidenen, heimatlichen Kaltwasserbach. Das klingt ja spannend. Aber wieso machen Sie sich da nicht auf den Weg? Ja, wieso eigentlich? So viel Meer braucht doch sicher unheimlich viel Zeit, um komplett angeguckt zu werden. Da ist was dran. Ich wollte das erste Wegstück hier mit einem traditionellen Mauswalder Blattfloß zurücklegen. Ich habe es gestern bei den Igelbrüdern in Auftrag gegeben. Ach, das haben Sie wir noch gesehen. Sie sind die talentiertesten und verlässlichsten Handwerker hier im Wald. Sie wollten das Floß einfach den Kaltwasserbach herunter zu mir treiben lassen. Aber ich stehe schon recht lange hier. Sag mal, gehst du zufällig zum Kürbisfeld am Stadtrand? Komm, davon mal ich mal vorbeischauen, ja. Wenn du bei der Werkstatt der Igelbrüder nach meinem Boot fragen könntest, würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Ach, na klar, machen wir. Ich kümmere mich darum. Aber die Igelbrüder waren jetzt nicht wirklich zu Hause gewesen, wenn man ehrlich ist. Okay. Dann werden wir mal schauen, was mit den Igelbrüdern so auf sich hat. Aber das, liebe Freunde, werden wir erst in der nächsten Folge erfahren, wenn es dann weitergeht bei der Nacht des Hasen, oder The Night of the Rabbit. Und wir auch hoffentlich mit den Vorbereitungen zum Büffelfest weiterkommen, um endlich unsere Ausbildung zu einem Zauberer zu beginnen. Ich freue mich schon. Und ich hoffe, ich schalte auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, Chicha Chulala oder so.